dieser digitalen Transformation erwartet viele von uns das Tal des Todes, the Valley of Death. Weil das Problem ist schlicht und ergreifend, dass wir in der alten Art und Weise, wie wir Dinge getan haben, früher, ja, Technology, ja, die jetzt sich viel weiter entwickelt und dass das Neue noch nicht fertig ist. Das heißt, wir gehen zum Beispiel, wenn Sie jetzt Musikbusiness nehmen oder Online-Television oder Film oder Print, ja, ganz klar, Leute kaufen vielleicht kein Print mehr, aber sie bezahlen noch nicht für die App. Und da ist das Tal des Todes. Das sehen wir hier zum Beispiel bei Printmedien, ja, digitale Medien, Deutsche Zeitung. Ja, es gibt immer mehr Leute mit digitalen Medien, aber wo ist das Geld da drin? Ja? Das existiert noch nicht, weil die Werbung noch 7 Jahre hinterher ist, immer noch Fernsehen und Radio macht. Und ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein und sagen, okay, in dieser Phase müssen wir entweder vorbereitet sein und sagen, okay, das wird wehtun jetzt für ein paar Jahre und wir müssen investieren. Oder wir müssen versuchen, dass wir das ein bisschen abkürzen. Das ist ein Prozess, der auch viel Zusammenarbeit erfordert. Die Frage ist, ob euer Business, je nachdem, wo ihr her seid, digitally contestable ist. Gibt kein besseres deutsches Wort. Digital zerbrechlich ist. Kann man euer Business angehen, indem man sagt, okay, wir machen das online anders und entziehen euch den Boden. Zum Beispiel Video Streaming. Wenn Sie sich die Statistiken hier anschauen, ja, Digital Purchases für Movies, ja, und hier unten natürlich DVD, Rentals, Disc Subscription. Das ist ein Business, was komplett digital zerbrechlich ist. Das Einzige, was Sie tun können, ist sagen, ja, so lange wie möglich mauern wir das zu. Oder erfinden uns neu hier. Aber das Problem natürlich ist, dass auf Netflix zum Beispiel, wenn Sie Netflix benutzen oder Hulu oder wie auch immer, ja, über VPN geht das hervorragend übrigens, wenn Sie das benutzen, was zahlen Sie pro Film? 0,000000 Euro. Ja? Nicht 20 Euro für eine DVD. Das ganze Geschäftsmodell ist upside down bei Kindle, Airbnb. Ja? Also wenn Ihr Business digital zerbrechlich ist, dann müssen Sie mal einen Test machen. Ja? Haben Sie zwei Möglichkeiten. Den anderen zumauen, der es zerbrechen will, oder eine Strategie entwickeln, die Ähnliches beinhaltet, so wie das jetzt die Movie-Studios tun. Und zu sagen, okay, wir versuchen beides, obwohl wir das eigentlich nicht gut finden, dass Leute das billiger kriegen können. Aber das ist unsere darwinistische Realität.